Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Star Wars. Ja, mit Let's Play Star Wars im Mittelalter. Happy Birthday. Hier kommen, Leute, eine neue Folge Star Wars hier im Mittelalter. Wer kennt jetzt nicht Star Wars im Mittelalter? Star Wars hat schon immer im Mittelalter gespielt, oder? Die neue Trilogie spielt im Wilden Westen. Das weiß ja wohl jeder. Ja, also machen wir weiter mit Star Wars. Wie von Star Wars hat Schwerter. Man muss ausweichen, man muss mit Menschen reden. Na gut, machen wir mit mal weiter. Was hast du denn? Ich denke nur an die Zukunft. Zukunft. An den Tag, an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegensegelt. Star Trek auf Enterprise. Auf der Suche nach einem Land ohne Fäule. Das war unser Plan für sie. Damit wir dann, wenn ihr alles den Bach runtergeht und die Kontinente komplett schwarz werden, vielleicht doch eine Chance haben. Das war unsere Vision. Unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein. Aber jetzt, wo sie fast fertig ist, merke ich, dass ich mehr für sie will. Sie soll kein Rettungsboot sein, an das wir uns klammern, weil wir keine Wahl haben. Ich will... Die Leute sollen nicht auf ihr segeln, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. In einer Welt, in der wir nicht nur überleben, sondern unsere Leben leben. Ich arbeite daran. Ich will nämlich auch, dass dein Wunsch wahr wird. Das dachte ich mir fast. Pass auf, ich weiß, was ich mache. Sobald die Enterprise seetauglich ist, mache ich dich zum Kapitän. Du wirst das Richtige mit ihr tun. Bist du dir da ganz sicher? Irgendwas sagt mir, dass Paps das so gewollt hätte. Er wäre stolz auf dich. Du gehst jetzt zu seinem Grab, oder? Das wollte ich. Und jetzt, wo dein Projekt fertig ist, kannst du sicher auch mit. Klar. Ich muss nur eine kleine Sache erledigen. Bin gleich da. Oh. Ich sag Otto, dass du mitkommst. Wir warten in der Messe auf dich. Und kommen. Ei, ei, Captain. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Oh, so ein Auftrag, den müssen wir unbedingt machen. Der ist ja doppelt wichtig. Das sind Post. Ist Imposter auch? Oh, warte mal. Ein neuer Brief, warte mal. Das ist ein Briefauftrag, ne? Okay, wir haben einen neuen Auftrag. Ein neuer. Ja, ja, wir alles kaputt gemacht. Immer alles kaputt. Also die anfasse. Wo bin ich? Du kennst und zum Abkomm ich. What the fuck? Okay, ich fange einfach oben an. Ja, würde ich sagen, will ich es erstmal eins durch, ne? Ich komme gleich, dann fangen wir hier oben an. Wegen Schledorn. Naja, mache ich gleich. Danke für deine Hilfe mit Schledorn neulich. Leider scheint dem alten Griesgram schon wieder eine Laus über die Leber gelaufen zu sein. Er zieht jedenfalls ständig ein langes Gesicht und grummelt in sich rein. Ich frage mich, ob er nicht noch was anderes auf dem Herzen hatte, als nur die Sache mit dem Leder. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas rumort in ihm, okay. Ich weiß, du hast immer gut zu tun, aber wenn du da irgendwo dazwischen schieben kannst, würdest du dann mit mir zu Stedon gehen und ihn fragen, was los ist? Es ist logisch mit 2, okay. Sicher nichts Ernstes. Aber ich sollte trotzdem mit Schledorn reden. So. Dann spreche ich mal mit Schledorn. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal die ganzen Hauptmissionen. Nebenmission und Hauptmission schon. Jetzt Nebenmission, ich mache erstmal die hier, dann mache ich die hier, dann haben wir schon die Bonus weg. Weil die mit Plus sind immer Bonus. Das Bonus. Gibt es eine Mehrzahl von Bonus? Der Bonus?
Sagen wir einfach nicht Bonus, nennen wir es eine Erweiterung. Nennen wir es die Erweiterung. Nennen wir es eine Erweiterung. Schledorn, hast du kurz Zeit? Das habe ich nie. Es wird nicht lange dauern. Ich wollte nur wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist. August macht sich etwas Sorgen. Er denkt, du könntest immer noch Selbstzweifel haben, obwohl wir die Sache mit dem Kyras ja klären konnten. Bedrückt dich noch etwas anderes? Manchmal hilft es zu reden. August, der Kerl ist stur wie ein Esel. Aber ihm entgeht einfach nichts. Es ist... Charon hat mir was gezeigt. Sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Was war's? Ein Schwert. Seltsam geformt, mit einer einschneidigen Klinge. Das Metall war nichts Besonderes, aber meine Fresse, es war scharf. Damit könnte man einem Mann sauber den Kopf abschlagen und er würde es erst merken, wenn er ihm von den Schultern rutscht. Das beschäftigt dich also? Nein, nein, nein. Es beschäftigt mich nicht. Es ist mehr als das. Es lässt mir keine Ruhe. Wie kriegt man eine Klinge so scharf? Ich dreh noch durch. Und wenn du wüsstest, wie, dann hätten unsere Fluchbrecher bessere Waffen. Genau mein Gedankengang, ja. Ich hör mich mal um. Schärfere Klingen können nie schaden. Und wir wollen ja nicht, dass du noch mehr schlaflose Nächte hast. Du kannst auch nicht anders, was? Aber ich will mich gar nicht beschweren. Viel Glück. Danke. Mal sehen, was Charon über dieses Schwert weiß. Okay. Wie geht es dir, Charon? Was willst du? Raus damit! Es geht um dieses Schwert, das du Schledorn gezeigt hast. Einschneidig und extrem scharf. An unserem Schmied hast du wohl einen Narren gefressen. Es geht eher darum, dass er sich in diese Klinge vernarrt hat. Sie scheint ihn verrückt zu machen. Das wundert mich nicht. Es gibt nicht viele Schwerter dieser Art auf diesem Kontinent. Und die sind wahrscheinlich alle in privaten Sammlungen. Darum habe ich auch schnell einen Käufer gefunden. Also hast du es schon verkauft? An wen denn? Die Namen meiner Kunden behalte ich für mich. Aber ich schätze, du hast nicht vor, mir Konkurrenz zu machen, also... Gut, ich sag's dir. Aber dann war's das mit der Fragerei. Lord Ignaz heißt der Mann. Ein Dalmeker. Und leidenschaftlicher Sammler. Außerdem hat er mehr Geld als Verstand, weshalb er zu meinen Lieblingskunden zählt. Ich hatte ihm das Schwert in Dalimil verkauft. Vielleicht ist er noch da. Dann versuche ich es dort. Ach, und er ist etwas exzentrisch. Also stell dich besser auf Ärger ein. Danke für die Warnung. Auf Ärger. Der macht mir denn mal keinen Ärger. So, ja genau, hier haben wir noch ein paar Quests, aber genau, dann haben wir hier noch eine. Dieses Mal waren wir manche Quests über Briefe. Was auch immer interessant ist. Okay. Wohlhabende Adlige fallen auf. Es dürfte leicht sein, diesen Ignaz zu finden. Drachenfang soll verschwunden sein. Neulich hat irgend so ein Spinner zu mir gesagt, dass die Gefallenen gar nicht gefallen sind. Dass sie noch unter uns leben. Ah ja. Ich schätze mal, wird auch eher oben sein, oder? Der wird sich jetzt immer weiter oben aufhalten. Stell dir nur das Gerede vor! Denk an meinen Ruf! Beruhigt euch, Lord Ignaz, ich bitte euch. Sonst verrenkt ihr euch am Ende noch was. Verzeihung, darf ich kurz stören? Hinaus! Sofort! Ich bezahle für alle Zimmer, weil ich meine Ruhe will! Also raus! Ich bitte um Entschuldigung. Erlaubt mir zu erklären.
Seine Gnaden steckt gerade in einer misslichen Lage und ein Freund von Überraschungsbesuchen war er ohnehin noch nie. Radim, schmeiß diesen unverschämten Flegel sofort raus! Sofort, wie ihr wünscht, Lord Ignaz. Würdet ihr bitte mit mir hinaustreten? Ich hoffe, ich habe dir keinen Ärger bereitet. Wie? Ach nein, nein. Dieses Verhalten bin ich von meinem Herrn gewohnt. Allerdings haben die Ereignisse des Tages ihn besonders aufgewühlt. Man hat ihn seines Gepäcks beraubt, müsst ihr wissen. Die Diebe haben außerdem eine beträchtliche Summe Geld erbeutet. Geld, das der Wirt dieser Schenke schon bald sehen möchte. Befand sich unter den gestohlenen Dingen auch eine Waffe? Es geht um ein einschneidiges Schwert. Eine Händlerin, mit der ich befreundet bin, hat es ihm verkauft. Ah, ihr kennt also die Werte Charon. Ja, das Schwert wurde ebenfalls gestohlen. Dann hole ich das Gepäck zurück. Unter einer Bedingung. Was immer ihr verlangt, sofern es in meiner Macht liegt, es euch zu gewähren. Danach möchte ich mit Lord Ignaz sprechen. Ein paar Minuten reichen, dann bin ich wieder weg. Mehr wünscht ihr nicht? Selbstverständlich. Ich werde zusehen, dass er euch empfängt. Weißt du zufällig mehr über diese Diebe? Nicht viel, nein. Allerdings habe ich mich in der Gegend schon etwas umgehört und herausgefunden, wo sie zu finden sein könnten. Am sogenannten Lumpennest. Früher oder später landet angeblich jedes Stück Diebesgut in dieser verrufenen Ecke der Velcroi. Dann versuche ich es da mal. Ich rede in der Zwischenzeit mit Lord Ignaz, damit er zu eurer Rückkehr auf ein Gespräch eingestimmt ist. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Nicht doch. Bitte gebt auf euch Acht. Okay, hol Ignaz. Ignaz gestohlene Sachen von den Banditen wieder. Oh gut, okay, das sollten wir. Jetzt ohne weiteres hinkriegen. So ein paar Banditen sollten mir jetzt keine Probleme machen. Ah, machen wir mal so. Bereit? Genau, da mache ich auch diese Art Quest immer als erstes. Weil wir dann immer so richtig coole Belohnungen bekommen. Genau. Und die möchte ich schon ganz gerne haben, weil sie hilft ja. Und vielleicht bekommen wir ja das Schwert, das wäre geil. Oder, ja. Obwohl ich mir das nicht so vorstellen kann. Entschuldigung. Mein Schokobo. Zeit zu kämpfen. Quatsch. Wir kämpfen nicht. Wir laufen. Oder reiten. Glückes Schmied. Hey, wir haben es so. Los, Männer, schlitzen wir den Mistkerl auf! Alter, war ich so langsam eben? Scheiße. Alter. Dickerchen, oh. Kann man doch wiederholen. Ich hatte damit kein Problem, meine Energie wieder zu holen.
Sehr schön. Nice. Und tschüss. Nice. So, Banditen bezogen. Easy. Scheiß Banditen. Das muss Ignaz Gepäck sein. Scheint alles noch intakt. Also gut. Zurück nach Dalimil damit. Wie ich höre, warst du es, der mein Eigentum von diesen Dieben zurückgeholt hat. Wie ist dein Name, mein Freund? Wyvern. Es ist mir eine Ehre. Was für ein famoser Name. Nun, Wyvern, ich stehe wohl in deiner Schuld. Radim sagte, dass du im Gegenzug nur wünschst, mit mir zu reden. Ist das wahr? Ja, ein wenig eurer Zeit ist mir Belohnung genug. Du bist ein seltsamer Bursche, Wyvern, aber gut. Worüber möchtest du reden? Wyvern interessiert sich für das einschneidige Schwert, das ihr vor kurzem von Charon erworben habt. Könnt ihr ihm mehr darüber erzählen? Oh, ein wahres Kunstwerk, dieses Schwert. Charon hat eine horrende Summe verlangt, aber ehrlich gesagt hätte ich ihr sogar Radim überlassen, um es zu bekommen. Es wurde in weiter Ferne geschmiedet, auf einem Kontinent jenseits des Horizonts. Dort wird es nur von den Meistern der Schule einer wahrlich einzigartigen Schwertkunst verwendet. Sie vertreten die Ansicht, dass jeder Kampf durch einen einzelnen Hieb entschieden werden sollte. Ihre Waffen lassen daher gar keine andere Art des Kampfes zu. Jedes ihrer Schwerter wird für einen einzigen, perfekten Hieb geschmiedet. Es ist unvergleichlich scharf, doch beim zweiten Hieb bricht die Klinge. Die Schönheit dieser Waffe liegt nicht zuletzt in ihrer Vergänglichkeit. Aber wie kriegen sie die Klingen so scharf? Eine ausgezeichnete Frage. Mit einem Wetzstein, wie denn sonst? Besser gesagt, einer ganzen Reihe Wetzsteine. Hunderte Steine, die immer feiner werden. 1000 Runden mit einem Stein, gefolgt von tausenden weiteren. Doch es ist der letzte Stein, der den Schwertern die legendäre Schärfe verleiht. Er besteht aus einem Mineral, das in Valisthea nicht zu finden ist. Das ist das Geheimnis hinter dieser atemberaubenden Klinge. Doch mein kleiner Vortrag steht in keinem Verhältnis zum Dienst, den du mir erwiesen hast. Darum nimm bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist ein Exemplar eines solchen Wetzsteins, von dem ich gesprochen habe. Weitaus seltener als die Klinge selbst. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Vielen Dank. Ich unterbreche nur ungern, Milord, doch ich fürchte, dass es für uns an der Zeit ist, aufzubrechen. Oh, in der Tat. Ich bin nämlich schon auf der Jagd nach dem nächsten Kleinod, musst du wissen. Noch liege ich im Rennen vorn, doch ich darf keine Zeit verlieren, damit man es mir nicht unter der Nase wegschnappt. Heißt das, es gibt noch andere Sammler wie euch? Viel zu viele.
Doch nur einen betrachte ich als ernstzunehmenden Rivalen. Lord Byron Rosfield. Dieser schreckliche Mann ist wie ein spitzer Stein im Schuh. Was ihr nicht sagt. Leb wohl, Wyvern. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Radim, genug getrödelt. Gut. Lord Ignaz scheint euch regelrecht ins Herz geschlossen zu haben, werter Wyvern. Ich danke euch erneut für die Hilfe. Sofort, Milord. Ich eile. Das sieht Onkel Byron ähnlich, so einen interessanten Rivalen zu finden. Gut. Mal sehen, ob Schledorn was mit dem Wetzstein anfangen kann. Ja, muss er. Anders habe ich nicht. Dann muss er jetzt arbeiten. Na du? Da bin ich wieder. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Hast du mir etwa das Schwert mitgebracht? Nein, etwas Besseres. Ja, dein Wetzstein. Wie? Einen Wetzstein? Ja. Aber keinen, wie du ihn in Valestea finden wirst. Kein Wunder, dass ich meine Schwerter nie so scharf bekommen habe. All das für einen einzigen Hieb. In einem sauberen Zweikampf mag das funktionieren. Aber auf dem Schlachtfeld... Da wäre dein zweiter Gegner in jedem Fall dein letzter. Da hast du recht. Aber meinst du, du kannst den Stein trotzdem gebrauchen? Ja, das könnte ich. Mit dem richtigen Stahl kann ich damit eine Klinge schmieden, wie die, die mir Charon gezeigt hat. Nur vom Stein selbst würde dann sicher bald nicht mehr viel bleiben. Und einen zweiten werden wir in Valestea nie wieder finden. Noch dazu würde so ein Schwert einem Fluchbrecher nichts bringen. Was bringt uns ein Schwert, das nach einem Hieb bricht? Nein, dann könnten wir unseren Leuten gleich Glasschwerter in die Hand drücken. Aber die Geschichte hat mich auf die richtige Spur geführt. Der Schlüssel liegt in der Körnung. Und es gibt nichts Feineres und Härteres als das Zeug aus den gefallenen Ruinen. Wenn ich damit unsere schweren Schwerter schleife, bekommen ihre Schneiden den richtigen Schliff. Verlass dich drauf, Clive. Ich schmiede uns Wunderwaffen. Die Fluchbrecher wird das sicher freuen. Nur, gönn dir auch mal eine Pause. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab schon den Hammer geschwungen, da hast du dir noch in die Hosen geschissen. Und das werde ich auch weiter tun, bis ich tot umfalle. Clive, mal ganz im Ernst. Danke. Du und auch August. Ich bin froh zu wissen, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Das werde ich ihm ausrichten. Und was deine Hilfe heute angeht, das erste Schwert, das ich mache, gehört dir. Die Materialien musst du aber selbst besorgen. Natürlich. Mach ich. Also jetzt kann ich mir ein Schwert holen, oder wie? So ein Einhiebschwert bald für mein Double. Okay, Excalibur-Bauplan. Clive? Was willst du? Oh, es gibt einen Verstärker.
Was das? Moment mal, habe ich so viel Schwerter? Ja. Ich kann mal den Verkauf mal kurz ein paar Schwerter. Wie kann ich helfen? Und was darf sein? Was alles, das? Alles geht bei dir nicht. Gut. Was ist? Ich hab nicht den Ga- Hast du noch irgendwas? So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Das bekomme ich schon an den Mann. Ja, gut. Gott, da habe ich doch mein Schwert. Genau, das kannst du jetzt verstärken. Clive? Was willst du? Das ist mein... Ja, schon besser. Oh, ich kann noch verstärken. Kannst mir später danken. Was ist das? Dafür war ja ein Diamantschwert. Hm. Was ist denn? Was suchst du denn? Ah, okay. Komm wieder. Na gut, okay. Jupp, mach ich. Ich weiß. Gut, Leute, da würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es weiter hier mit Let's Play. Bei Final Fantasy 16. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Bis dann. Bis dann. Ciao.